Ja, und ein weiteres Mal herzlich willkommen zum 12. Teil mittlerweile von Akademie der Magie. Also wer bis jetzt noch einschaltet, mein Respekt. Das kann ja wirklich nur daran liegen, dass ich entweder so gut bin oder dass derjenige das Spiel echt wirklich so gut findet. Oder einfach nur aus Langeweile. Was dann mich ein wenig traurig macht. Naja. Wollen wir starten? Wir sind wieder im Geisterraum, erinnern uns, dass wir unseren Geisterfreund den Geist befreit haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, was aus ihm geworden ist. Denn wir wissen immer noch nicht, wo die Leiche ist. Dann schauen wir mal. Ach, er ist immer noch ein Geist. Naja. Wie der Wind. Ja, was anderes bleibt im Geist auch nicht übrig. Ich erinnere mich daran, dass Meister Caridan gesagt hat, dass es nicht einfach sei, einen Geist aus seiner Ruhe zu wecken. Insbesondere einen uralten Geist. Oh Mann. Ah, lassen wir uns erstmal überraschen. Ja, das mag sein, doch ich kenne einen Beschwörungszauber aus dem brauchen dafür ein paar Materialien. Okay, ich mache mich sofort auf die Suche. Ey, mit was für billigen Tricks du uns die hier uns wirklich rankriegen zum Aufräumen und dieses ganze Schloss Picobello sauber machen. Eigentlich schon eine Frechheit, ne? So, Krug, Pilz, Destilliergefäß, Schriftrolle, Spinne. Warum? Wir haben das jetzt schon seit dem ersten Teil, sammeln wir immer denselben Scheiß, ja? Und immer schmeißen wir ihn wieder weg. Ich würde ihn ja kopieren. Wäre viel einfacher. Naja. Spinne. Was? Ja, das ist schon mal keine Spinne. Hat sich nur getarnt als Spinne. Pilz. Destilliergefäß. Schriftrolle. Pappe. Oh, das ist eine Voodoo-Puppe. Da wird's ganz gefährlich hier. Oh. Krug, Pilz, Spinne, Uhr. Waage. So. Krug, Pilz, Krug. Pilze an Wände. Für mich bei dem alten Saustall hier nicht. Wundern. Handschuhe. Waage. Die Waage. Das Wägelchen. Der Wagen. Ach nee, es war ja die Waage. Ja. Jetzt habe ich einen Hänger. Pilzspinne, Uhr, Waage. Schere. Waage. Wo versteckt man hier eine Uhr? Hätte ja sein können. Gleich wieder Strafzeit, wenn ich nicht aufpasse.
Dass das ein Pilz sein soll, ist natürlich auch, ne? So, erstmal drauf kommen. Ich klick mal ganz vorsichtig. Ach, da ist die Uhr. Poster? Ah, dort. Messer, das habe ich gerade schon gesehen. Kerze. Haben wir hier. Ja, Lampe. Hier. Tintenfeder. Lupe. Das ist die Lupe. So, jetzt müssen wir noch... Spinne. Waage. Schere. Tintenfeder. Pfeife. Fächer. Fächer. Die Pfeife. Wo ist denn die Pfeife? Die Pfeife für die Pfeife. Ah, das wird die sein. Aber was ist denn die Waage? Rose und Pinsel. Da ist Rose. Pinsel. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Klick. Ja, Herr im Himmel. Wer soll denn da eine Spinne erkennen? Das war nur direkt hier auf diesem Globus, ey. Ich sag ja, wie Schlappen. Waage, Bleistift, Pinsel, Waage, Pinsel. Ich frage mich, wie bescheuert die Waage wieder versteckt ist. So bescheuert, dass ich sie nicht finde. Ah, da ist sie. Ist noch die Pinsel. Pinsel. Wo bist denn du? Zeig's dich mal. Nimmer. Nicht mehr. Nie wieder. Wo ist er denn? Komm, kleiner Pinsel, komm. Ach, da! Ja, da müssen wir doch erstmal raufkommen, ne? So, Level geschafft. Mal schauen, womit es weitergeht. Jetzt ist alles bereit. Nun brauchst du noch oder auch nur noch das Ritual vorlesen, um die Geister zu rufen. Witzigerweise, wenn man hier drauf achtet, man kann jetzt auch sein, dass ich Knick in der Pupille habe. Aber schaut mal hier die Schemen. Sieht schon ein bisschen aus wie ein Geist, ne? Na dann los! Finde die schlafenden Geister. Ah, was habe ich gesagt? Klick, klack, klack, klack. Ja, da können wir jetzt ja mal so durchgehen. Ich würde ja gerne Slimer hier noch finden, ne? Hier kennt einer Ghostbusters, dieser kleine grüne Schleimbeutel. Ach, der war immer der Beste in der Sendung. Und ich glaube, der war immer so richtig verknallt in, wie hieß der, Peter, ne? Peter Wankman oder so, ne? Ja, jetzt nicht von Wanken, sondern anders geschrieben. So. Jetzt müssen wir noch ein paar Geister. Alle haben wir noch nicht. Ein paar Geister fehlen noch, fehlen noch, fehlen noch. La. Da, 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 da. So, ein Geist. Da ist er. Haben wir wieder gut hingekriegt. Ja. Wir werden besser. Unglaublich, du hast sie beschworen. Die Geister scheinen aber darüber verärgert zu sein. Ich höre sie grummeln. Ja, tut mein Magen auch. Ich habe Hunger. Wir müssen sie milde stimmen, oder sie werden uns kein Wort sagen.
kleinen Moment. Aha. Wir sollten versuchen, diese kaputten Wandbilder wieder zusammenzusetzen. Anscheinend ist es von der Wand gefallen. Es zeigt wohl ein Bild von einem der Geister. Vielleicht können wir ihn auf diese Weise freundlich stimmen. Aber beeil dich, sonst fallen die Geister wieder in einen tiefen Schlaf. Okay. So, setze die Bilder wieder zusammen. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier? Oh, einen dicken Zinken hat er auch im Gesicht. Ah, man kann also auch über größere Abstände hinausgehen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Niemals hätte ich das gemacht. Ich hab es nicht gedacht. Niemals hätte ich es gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist das so? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie die Mütze, ne? Ist wohl ein Zwerg. Ein kleiner Gimli. Ja. Hier fehlt noch ein Teil von der Mütze. Ne, das sieht eher aus wie die Gardine, ne? Gardine oder sowas. Könnte das hier eher sein. Aber ich glaube, das Bild hängt jetzt etwas zu hoch. Also irgendwie ist es noch nicht richtig alles. So. Könnte das hier hin? Nee. Hä? Ah, das dahin. Oh, das verwirrt mich ein wenig. Freunde. Hä? Ah, Moment. Das sieht aus, als wenn das eher weiter nach links muss. Nee. Ich glaube eher so. So und so. Das kann schon mal Hubschwebung. Ich glaube, das Ganze muss ein wenig nach links verrückt werden, oder? Nee. Scheint eher ein Teil von der Kette oder sowas zu sein. Ey, es ist ja richtig. Richtig kompliziert hier. So was kennt man gar nicht von dem Rätsel hier. Wimmelbildern. Ach so, Moment. So. Oh mein Gott, da steige ich gar nicht durch. Und hier kann man keinen Tipp nehmen. Ach, wie scheiße ist das denn? Ja, dann dürfen wir das ganze Bild gleich nochmal machen.
Nur damit das nicht allzu lange dauert, würde ich das dann... Ah, Moment, das könnte hier hingehören. Jetzt müssen wir den alten Zauselbart da noch von dem finden. Ja, okay, also wenn, dann würde ich das gleich nochmal neu machen. Das gehört dahin. Ich will einen Tipp. Nee, Tipp können wir nicht. Okay, jetzt weiß ich aber ungefähr, wie es sein muss. Pi mal Daumen. Zeit läuft jetzt ab. Wir starten dann gleich nochmal neu. Ja, jetzt weiß ich, wie es gehört. Okay, wir haben es verloren. Wir starten das Level jetzt nochmal. Erneut versuchen. Das wäre nur echt scheiße, wenn jetzt wieder ein neues Bild kommt, ne? Ah, nee, ist nicht okay. So, wie hatte ich das jetzt gesagt? Das war die Pfeife, das war die Pfeife, das ist die Kette, das war der Bart. So, das nehmen wir mal als Ausgangspunkt. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen einfacher hinbekommen. Sein von dem Herrn. Noch weiter nach links können wir das Bild gar nicht versetzen, weil dann passt das irgendwie schon mit diesem Stab nicht mehr. Denn das gehört, glaube ich, hier so hin. Oder Kette oder was das ist. So ganz zuordnen, weil hier gehört es nicht hin. Oder? Ach, warte, das kann... Ja, perfekt. Jetzt haben wir nämlich auch schon mal die Kettenform ein bisschen besser da. Dann gehören die bestimmt hier weiter hin. So, jetzt sieht doch schon alles viel, viel besser aus. Oh, ne. Ich finde nie dieses andere Bartteil. Bin ich denn doof? Ach da. Ist das das Medaillon der Kette? Oh, falsch. Nee. Das gehört eher dahin. Und dann das dahin. So sieht das doch schon viel, viel besser aus. Zack. Zack. Achso, sein Hut jetzt noch, ne? Haben wir den auch schon mal? Das war ein Teil von der Kette. Fehlt doch schon wieder irgendwas. Ach, das ist da noch. Aber irgendwie so ganz auch nicht, ne? Das macht mir es nicht einfach, dieses Rätsel. Das gehört hier schon mal hin. Zumindest kann man das so annehmen. Ich weiß überhaupt nicht, ist das jetzt Wand oder was soll das sein? Hier, glaube ich, irgendwie noch so ein Stück Bart, ne? Oder was das ist. Ah, das gehört so rum. Das müsste hier eventuell. Ne, das ist so richtig. Ah, so rum. Oh, uns geht die Zeit schon wieder davon. Da muss ich gleich nochmal starten. Ist schon ein bisschen peinlich, ne? Aber
Das ist echt schwer diesmal. Ich kann es auch gar nicht so richtig zuordnen. Also da müsste noch was Blaues, glaube ich, hin, oder? So, das ist, glaube ich, noch ein Teil hier. Ah, ja. So, also das dahin. Nein, ich will nicht wieder von vorne. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was ist das? Scheiße. Das ist doch peinlich. Soll ich das jetzt nochmal versuchen? Ja, komm, einfach so machen wir noch. Und wenn es dann nicht klappt, dann muss ich nochmal, dann mache ich das mal so. Ich will auch nicht zu viel Zeit hier verschwenden. So, aber wie man sieht, ist hier auch wieder alles anders. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wo was hingehört. Ja. Ich weiß es echt nicht. Achso, das gehört hier auf die Spitze. Nee, halt. So. Das dahin. Das sei hier. Das war hier, glaube ich. Dann war hier. Einmal Raucher, der. Doch noch eine ganze Menge vom Bad, ne? Ist das denn hier unten hin? Das sieht ja noch so ein bisschen aus wie Gardino oder sowas, ne? Jetzt finde ich das andere Teil vom Bad nicht. Achso, hier und das ist auch noch nicht richtig. Das gehört so. Ich will nicht gleich wieder von vorne anfangen. Ey, das macht doch keinen Spaß mehr. Ach, Moment. So. Haha, wir haben es geschafft. Super. Bei 2 Versuchen. Das dritte Mal haben wir es geschafft. Perfekt. So, mit dem Bart.
Entschuldigung. Mit dem Alten. Wenn wir da gleich mal vorlieb nehmen, wa? Perfekt. Während du geschuftet hast, hatte ich Zeit, mit einem Geistern zu sprechen. Viele von ihnen sind seit Jahrhunderten hier, aber keiner hat hier etwas von deiner Schwester gehört. Haben sie sonst nichts Hilfreiches gesagt? Nur, dass dies ein ungewöhnlicher Ort sei und es hier verborgene Portale gibt, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Aber wie hilft uns das weiter? Eine alte Legende besagt, dass eines dieser Portale zu einem magischen Turm führt, der einst an der Stelle der Akademie stand, aber nun im Raum und Zeit verschollen liegt. Seitdem sind viele Jahre vergangen, doch der Turm übt noch immer eine starke Anziehungskraft auf Zauberer aus, die sich seine magische Macht aneignen wollen. Vielleicht könnte Irene dort sein. Ja, die werden sie da wahrscheinlich aufbewahren, ne? 2,50 Meter passt ja auch nicht in jeden Raum. Ja, das wäre möglich. Aber nun ist es an der Zeit zu scheiden. Scheiden? Waren wir verheiratet? Na, der hat schon Wahnvorstellungen für die ewigen Jahre hier. Ich bin schon sehr lange hier und kann es kaum erwarten, endlich Ruhe zu finden. Vielen Dank. Gern geschehen. Und immer müssen die echt das letzte Wort haben. So, wir haben es geschafft. Jetzt hat die Aufnahme ein bisschen länger gedauert, weil ich mit dem Bild nicht so ganz klar gekommen bin. Dafür möchte ich mich einmal entschuldigen. Ich hoffe, dass alle damit sonst weiter zufrieden sind und keiner böse oder meckern möchte. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, ciao.